then I hereby declare war on you all. The fourth great ninja war. So, moin Chefs, willkommen zurück zum großen Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Turnier. Dieses Mal, ja, mal wieder so eine Geschichte, Fernkampf gegen Nahkampf, das kennen wir ja schon. Und im Prinzip hat Sasori ja alle Kämpfe bisher bravourös gewonnen. Vor allen Dingen gegen die Leute, die versucht haben, ihn in den Fernkampf zu zwingen. Ja, das sollte man bei ihm nicht machen. Mal gucken, vielleicht hat Rock Lee eine bessere Idee. In dieser Runde Robman out als Sasori und Fuka als Rock Lee 2. Los! Los! Da ist aber einer noch motiviert. Mal gucken, ob das aufhört, wenn Sasori mal so ein bisschen seine Giftpfeile da geschmissen hat. Bin gespannt. Sasori guckt auch so ein bisschen, ja, als wenn er das Ganze nicht so ernst nehmen würde. Das sieht so nach einer durchzechten Nacht aus. Und los geht's! Rock Lee schafft es, Sasori in den Nahkampf zu zwingen. So muss es auch sein. Fernkampf gegen Sasori ist keine gute Idee. Ein bisschen die Beine wegziehen und aufs Maul hauen. So was muss man machen. Und da versucht er die Ulti. Ulti trifft. Sasoris Ulti trifft. Schlechte Idee, da reinzulaufen. Rock Lee, definitiv schlechte Idee, da reinzulaufen. Gute Idee wiederum, Sasori ein bisschen was aufs Maul zu hauen. Mit deinen Tritten. Wie auch beim letzten Mal muss ich an dieser Stelle loswerden, dass ich immer noch finde, dass die Moves von Rock Lee nicht wirklich vorhersehbar sind. Aber muss ja auch im Prinzip nicht. Zumindest, ja, wenn die Charaktere so ein bisschen schräg voneinander stehen, hat Rock Lee eine sehr, sehr gute Chance zu treffen, ohne dass der Gegner merkt, dass überhaupt irgendwas mit ihm passiert. Rock Lee hat aber gar keine Chance zu treffen, wenn er versucht, die Puppe von Kakuzu an... Sasori anzugreifen. Kakuzu hat keine Puppe. Kakuzu hat einfach nur lange Arme und sieht scheiße aus. Tut mir leid. Rock Lee mit mehr Tauschjutsus. Die musst du auch nutzen, mein Freund. In diesem Kampf kannst du nicht gewinnen, ohne diese Tauschjutsus benutzt zu haben. Da drückt er ziemlich viel Schaden. Ganz genau so muss es auch sein. Rock Lee wie Phönix aus der Asche. Versucht er sich jetzt nochmal zu wehren. Liegt es daran, weil Sasoris Puppe viel zu weit weg ist für seinen Geschmack? Da kann Sasori definitiv nichts machen. Wenn seine Puppe nicht in der Nähe ist, dann gibt's aufs Maul. Ganz einfach. So, Sasori angezählt. Es braucht nur noch wenig Schläge und da sind sie gefallen. Okay, Fuka, erster Punkt. Weiter geht's. Rockman out, jetzt musst du nachlegen. Letztes Mal, ja, im letzten Turnier bist du ja in der letzten Runde, in der ersten Runde sogar, glaube ich, rausgeflogen. Tut mir an dieser Stelle leid, aber mit Sasori hast du dir schon einen sehr, sehr starken Charakter, vor allem für dieses Format ausgesucht. Die Frage ist nur, wie stark Lee hinter diese Fassade blicken kann. Beim letzten Mal hat es ja geklappt, es hat ein wenig gedauert, aber danach kam der Schaden noch an. Genau sowas, darf natürlich nicht sein. Wirklich schwierig, was Sasori ist, aber wenn jemand hinter seiner Blockade, seiner Puppenblockade ist, dann tut es aber auch richtig weh. Dann gibt es auch Probleme. Rock Lee, was ist los? Benutzt das Tauschjutsu, aber charge nicht an. Vielleicht ein bisschen werfen. Das kann auch sein. Benutzt doch mal diesen komischen Kugelball da. Bevor du dich komplett von Sasori verhauen lässt. Sasori sehr stark. Benutzt jetzt die Kombos. Kann die Kombos auch komplett ausfahren. Rock Lee hat nachgelassen. Im Vergleich zum letzten Mal hat er definitiv nachgelassen. Die Frage ist, wie lange die Siegesträhne von Sasori andauert. Das war ja beim letzten Mal fast genau das gleiche. Sehr intelligent von Rock Lee ist, nicht in seinen Ulti-Modus zu verfallen und dementsprechend kontinuierlich Lebenspunkte zu verlieren. Sehr intelligent. Ich glaube, auf Zeit spielen ist bei Sasori intelligenter, als am Anfang alles rauszupowern. Obwohl, schwierig, schwierig. Also definitiv ist es nicht wirklich gut, kontinuierlich Leben zu verlieren, wenn man gegen Sasori kämpft. Es kann nämlich so schnell passieren, dass er eine Konter ansetzt und dann, wie gerade eben gesehen, richtig schön Schaden drückt. Bei dem roten Bereich Lee extrem niedrige Energie. Aber wir haben ja schon Schweine fliegen sehen hier in diesem Turnier. Es kann sein, dass er es noch dreht. Nein, er dreht's nicht. Das war's. Sasori, ein Punkt. Finale. Und los geht's. Rock Lee läuft direkt in die Puppe rein, aber das hat er wahrscheinlich nur gemacht, um seinen Kontrahenten zu verwirren. Ne, hat er nicht. Der ist einfach doof. Er ist einfach doof. Tut mir leid, muss man an dieser Stelle so sagen. Da hat er viel mehr Schaden gekriegt, als es alle eigentlich hätte müssen. Er wehrt sich aber noch wacker.
Ich muss zugestehen, er hat wirklich innerhalb der ersten 5 bis 10 Sekunden fast die Hälfte seiner Lebensenergie verloren. Das muss er jetzt wettmachen. Ist definitiv möglich, wenn Sasori weiterhin so defensiv ist und nicht seine Puppe einsetzt. Nein, Rock Lee, du darfst nicht in den Gedanken verfallen, jetzt deinen Ulti-Modus zu zünden. Das dauert erstens zu lange. Also, wenn du dann versuchst, das ein bisschen zu dampfen, hast du ja eigentlich schon wieder eine Klinge zwischen den Zähnen. Und zweitens, immer wieder Leben verlieren gegen Sasori. Sehr schlechte Idee. Sehr schlechte Idee. So, beide fast gleich auf. Jetzt wird's nochmal heiß. Rock Lee hat aufgeholt. Trotz seines sehr, sehr schlechten Starts. Da muss Sasori jetzt kommen. Sasori, definitiv in den Fernkampf. Weg von Rock Lee. Nicht versuchen, in den Nahkampf zu verfallen, wie du es gerade machst. Es ist falsch. Damit kannst du nur verlieren. Und zwar genauso. So muss es sein. Wenn Sasori noch eine Chance haben möchte, dann muss er wieder zurückbleiben. Es bringt absolut nichts, sich direkt neben Rock Lee zu stellen. Da muss die Puppe von da kommen. Und Rock Lee, angezählt. Raus. Definitiv raus. In der letzten Sekunde. Foka, tut mir leid. Robman out, eine Runde weiter. Damit im Viertelfinale. Und in der nächsten Runde noch ein Rock Lee, mal wieder. Laudings als Rock Lee 1 und Mr. Rokea als Suigetsu. Die sind ja beide ziemlich starke Anwärter. Also es sind ja nur noch Highlights, die wir hier sehen. Bis dann, Freunde. Tschüss.